Hi. Heute beschäftigen wir uns mit etwas relativ Einfachem. Es ist eine Art Hilferuf von einer Schülerin aus der fünften Klasse. Sie hat mich angeschrieben und sagt, ich kapiere das einfach nicht, was ist zwischen der Linie, was ist auf der Linie. Ich schäme mich auch, sowas zu fragen in der fünften Klasse, aber da braucht man sich nicht zu schämen. Wir wollen das heute mal hier klären. Was ist zwischen der Linie, was ist auf der Linie? Das ist ja eigentlich auch Grundvoraussetzung, damit man die Töne vernünftig hinschreiben kann. Ihr malt euch jetzt einfach auf einem Blatt Papier zwei Linien. Etwas Abstand. So, das ist schon mal der Anfang. Hat noch nicht viel mit Noten zu tun. Noten, also ganz einfach, keine Angst. Jetzt nehme ich einen Kopf. Einen Notenkopf, können wir sagen. Oder ihr könnt auch einfach denken, ich nehme einen Ball und quetsche den Ball hier rein. So. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch ein Gesicht malen. Das ist zwischen den Linien. Hier liegt jetzt eine Note oder ein Ball zwischen den Linien. Ich kann die Note aber auch auf die Linie malen. Das ist so etwas. Auf die Linie heißt, die Linie läuft genau zwischen der Note, genau mitten durch die Note hindurch. Zwischen die Linie, auf die Linie. Jetzt male ich hier wieder mal eine Note zwischen die Linie, vielleicht ein bisschen schöner als die erste. Genau. Die nächste male ich wieder auf die Linie, auch hier unten drunter. Also ich schreibe die Worte nochmal hin. Zwischen, das ist diese Note, und auf, das wäre die hier oben, die ist auf der Linie. Auf der Linie, das ist die hier oben, zwischen der Linie. Auf der Linie. Trainiert das ruhig ein paar Mal, malt einfach zwei Linien, mal die Noten dazwischen, mal die Noten drauf. So üben wir nochmal mit einer anderen Ansicht. Zwischen die Linie. Ja, jetzt auf die Linie. Wir achten darauf, dass der Strich hier schön mitten durchgeht, dass die Note schön vermittelt ist. Der nächste geht wieder zwischen die Linie. Auf die Linie. Zwischen die Linie, auf die Linie und das Ganze kann man auch wieder nach unten gehen. Ja, so zum Beispiel. Möchte einer die Notenhälse dran malen, kann er das natürlich auch machen. Hier geht es noch nach oben und ab der mittleren Linie, ab der Linie hier, also 1, 2, 3, das ist die mittlere Linie. Ab der Linie geht der Notenhals dann nach unten. So, wir werden jetzt verschiedene Leitern malen und immer eins tiefer gehen, um schließlich beim C zu landen. Hier kommt der Violinschlüssel hin. Ja. Wir beginnen also hier beim G oder im ersten Zwischenraum. So, wir starten bei dem Ton G. Der ist hier auf der zweiten Linie. Da soll ein G hin. Moment, der Stift will nicht. Ein G. So, jetzt machen wir wieder abwechselnd zwischen die Linie. Auf die Linie, zwischen die Linie, auf die Linie. Wer will gleich die Notenhälse hin? So geht's. Zack. So haben wir's. Auf die Linie, zwischen, auf die Linie, zwischen, auf die Linie von G. Das Ganze machen wir wieder weg. Und widmen uns einem Ton, der tiefer startet, nämlich dem Ton. Ja, der will nicht weg hier. Probieren wir es nochmal. Nein, ja, lassen wir uns stehen, stört uns nicht. So, wir beginnen beim F. Das ist hier. F zwischen der Linie, auf der Linie, zwischen der Linie, auf der Linie, zwischen der Linie. Also ich male mal gerade die Notenhälse hier mit, dann könnt ihr gleich mitüben, da habt ihr das drauf. Ab der mittleren Linie geht der Notenhals nach unten. So, und Radierer, wir gehen noch tiefer. Wir starten jetzt bei dem Ton E. E ist hier auf der ersten Linie. E, zwischen die Linie, auf die Linie, zwischen die Linie, auf die Linie, Notenhals nach unten, weil der auf der mittleren Linie ist, das Ganze. So, das ist also hier beim Ton E gestartet und es geht weiter runter. Jetzt wird es immer interessanter.
Wir starten bei dem Ton D. Der hängt hier unten dran wie ein Regentropfen. Hier an der Linie hängt das D dran. Also Ton D wie ein Regentropfen an der unteren Linie. Notenhals nach oben, der Ton E wieder dazwischen, auf, dazwischen. Genau, wer die Noten hinschreiben will, D, E, F, G, A, darum geht es uns aber jetzt ja nicht in der Lektion. So, jetzt wird es interessant. Schaut euch nochmal an, das D hängt hier unten an der untersten Linie dran. Und jetzt kommt gleich das C. Und jetzt müssen wir gut aufpassen, dass wir da keinen Fehler machen bei dem C. Ist dann doch immer wieder überraschend, wenn man Schüler in der 10. Klasse hat, die nicht die Töne C, D, E richtig malen hier unten. Also schaut euch an, das C. Hier ist Platz, unterste Linie. Dann kommt der Ton C und da ist hier Platz zwischen der untersten Linie und dem Ton C. Den Notenhals mache ich hier natürlich nach oben. Das ist ein C. So, das D haben wir gerade gelernt, hängt an der Linie dran. Der nächste ist wieder auf der Linie, zwischen der Linie, auf der Linie. So, meistens beginnen die Notenübungen ja mit genau diesen Tönen, nämlich hier mit C, D, E, F, G. Und hier unten ist es eigentlich auch am schwierigsten. C, dann kommt wie gesagt das D, hängt an der Linie, E, F, G. Nachdem wir nun gelernt haben, was zwischen der Linie und auf der Linie ist, wollen wir die C-Dur-Tonleiter malen. Hier vorne wieder einen Violinschlüssel hin. Gott. Der Ton C fliegt unter der untersten Linie. Man kann jetzt hier eine Hilfslinie hinmalen. Hier. Wir haben nun mal 1, 2, 3, 4, 5 Linien. Ich male eine Hilfslinie hin. Das wäre jetzt sozusagen die sechste, wenn man so möchte. Und jetzt male ich meinen Ton C hier auf die Linie, auf die Hilfslinie. Das ist der Ton C. Der nächste Ton ist das D. Der hängt an der unteren Linie dran. Der nächste ist wieder auf der Linie, ist der Ton E. Das war das D, E. Der nächste ist zwischen der Linie, der Ton F. Der nächste ist wieder auf der Linie, der Ton G. Der nächste ist zwischen der Linie, also in den Zwischenräumen, A. Dann kommt hier wieder auf der Linie, der Ton H. Und im nächsten Zwischenraum haben wir das C. So, machen wir es noch ganz korrekt. Die Experten wissen, aha, C1, D1, E1, F1, G1, A1, H1, C2. Ja, dann gibt es ja auch noch die Notenhälse, auch ran damit. Irgendwann muss man aufpassen, dann geht nämlich der Notenhals nach unten. Und das ist ganz genau ab der dritten Linie. 1, 2, 3, ab der dritten Linie geht der Notenhals links nach unten. Und alle, die dann noch kommen, natürlich auch. So, wir haben hier unsere C-Dur-Tonleiter. Nichts Besonderes. Und wenn ihr jetzt immer schön mit auf der Linie und im Zwischenraum arbeitet, dann schafft ihr das auch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, schaltet wieder ein bei den nächsten Lektionen und ich freue mich immer über Rückfragen. Wenn ihr Fragen habt, die müssen gar nicht peinlich sein. Ich versuche euch immer weiter zu helfen, egal wie doof die Frage auch erscheint. Walk along a path to the spring of a brook. Wind is blowing through the trees, my senses are away. I am standing still. Listen silent to the hills, then my soul is blowing back to forgotten years, telling me you are the one, you are my love, you're the one alive who I need. You are the one, you are my love, you're the one alive who I need. Thank you.
along a path to the spring of a brook. Wind is blowing through the trees, my senses are awake. I am standing.